Hey Leute, herzlich willkommen auf Quarter TV. Ich bin der Frankie und ich habe eine Kleinigkeit für uns vorbereitet. Let's go! Was soll ich sagen? Das Let's Tease hat mich zu sehr weggeflasht. Ich musste es einfach kaufen. Und es kommt noch doller. Ich habe mir nämlich nicht nur diese geile Steelbook Edition auf Amazon bestellt, sondern zusätzlich habe ich das Ganze auch in der Digital Deluxe Edition auch noch digital erworben. Deshalb bleibt das hier auch genauso original verpackt, wie wir das hier sehen. Ich werde also kein Unboxing oder ähnliches machen. Und wir spielen es über die Digital Deluxe Edition auf der Xbox One X. Ich wollte sie euch trotzdem zeigen. Ich finde, es sieht wunderschön aus. Das ist echt eine tolle Sache. War auch kaum ein Aufpreis. Es war im Vergleich 5 Euro teurer durch das Steelbook. Aber das war es mir wert dafür, dass es dann cool verpackt ist. Und wir machen auch ein ganz besonderes Let's Play damit, denn ich zeige euch was. Wer die Let's Tease Videos gesehen hat, der wird sich daran erinnern, wir hatten eine bunt gemischte Gruppe. Wir haben zum einen unseren ständig grimmig dreinschauenden Krieger, den wütenden Jack. Dann den ebenso quirligen wie stets gut gelaunt wirkenden Krieger Jade. Und nicht zu vergessen unseren muskelbepackten Superkrieger, den Ash. Und an dem lag es auch, dass ich einen kleinen Gag gemacht habe wegen seinen Wristbands und wegen seinem Jacked Buddy, den er da hat. Und zwar haben wir ihn Johnny Boy genannt, in Anlehnung an John Cena. Zusätzlich allerdings auch noch Eddie Gordo, weil er einfach auch aussieht wie in Tekken 3. Und da habe ich mir folgenden Gag überlegt und ich zeige euch jetzt mal 3 andere Bilder. Ich denke nämlich, es braucht nicht zu viel Fantasie, als dass Ash als dieser Kollege durchgehen wird und demnach von uns den Spitznamen Johnny Boy erhält. Jed erinnert wunderbar an Marty Jannetty. Hier nochmal mit kurzen Haaren, um die Parallelen noch besser zu zeigen. Und heißt deshalb Marty. Und für Jack gab es tatsächlich einige Aspiranten aus gegebenem Anlass, weil es gerade ein Thema ist, habe ich mich allerdings für diesen Kollegen hier entschieden, der so schön grimmig reinschaut. Und demnach ist Jack unser Cody. Als Bonus hier nochmal die Parallelen zu Eddie Gordo, damit ihr seht, warum ich bei Ash meinte, er sieht aus wie eine Mischung aus John Cena und Eddie Gordo. Tatsächlich werden wir also mit diesen 3 illustren Gestalten hier ein Let's Play starten. Dieses Let's Tease hat sich, wie ich es ja eigentlich fast schon angekündigt hatte, als ich die Let's Tease-Reihe dafür gemacht hatte, in 2 Teilen in ein Let's Play verwandelt und ich freue mich richtig drauf, das mit euch zu spielen, Gas zu geben, eine ganz besondere eigene Note reinzubringen. Und ich muss mal gucken, was für andere Charaktere noch kommen, ob die dann auch so ein Special Appearance haben, dass man sagen kann, es passt gut, dass wir die auch entsprechend so darstellen, wie wir das jetzt hier gemacht haben. Ich glaube, wir werden da richtig viel Spaß haben und ich werde dem Ganzen meine ganz eigene Note geben. Sagt mir, was ihr davon haltet. Freut ihr euch auf das Let's Play? Freut ihr euch, dass wir es ein bisschen komödiantisch angehen und nicht nur zu ernst? Schreibt es in die Kommis, schreibt es mir per E-Mail, so wie ihr das möchtet. Ich freue mich drauf, mich mit euch auszutauschen. Das Let's Play startet bald und hier und heute, jetzt für dieses Video, heißt es erstmal Frankie out. Und nur weil wir das ein bisschen komödiantischer angehen, heißt das nicht, dass wir damit einfach Spaß haben werden und es trotzdem als Spiel ernst nehmen. Chaos!